Ich persönlich spreche für das Spiel, das hat einen sehr, sehr hohen Suchtfaktor. Echt? Ah! Das ist so. Ich hab's mal in einem Stream gesehen und fand das richtig cool. War ich so am Überlegen, okay, machst du nicht. Ich hatte es mir bisher aber nicht gekauft, ich wollte es dann irgendwann mal in einem Sale machen. Aber es schlummert so schön auf meiner Wunschliste. Wie so viele andere Spiele auch, aber. Wollte ich echt gerne mal machen. Viele Spiele. Sehr, sehr viele Ja. Spiele. Hey, irgendwie, wenn ich einen Gegner anklicke, weiß nicht, ich fange die Kamera an zu schwenken. Hast du das auch? Nee, nee, ich hab. Bei mir ist alles so normal heute. Ausnahmsweise mal. Ja, cool. Dann wieder nicht so mal. Super. aber einen wertvollen Tipp gebe ich dir. Das Spiel mit mindestens noch einem anderen Pokémon, allein ist die Luft schnell raus und ist frustriert. Ja. Okay, gut. Das werde ich mir merken. Ich habe ja hier meinen. meinen Jungen, den ich immer zu allem nötige. Ey. Kaya macht da schon mit. Wenn ich sage nein, mache ich es trotzdem. So. Ja, Boom. siehste, siehste. Ich Ach nee, warte mal. jetzt, ich, ich, hab, ich hab dich jetzt. Ich hab dich am Klötenschluck. Ach nee, warte mal. Das war jetzt irgendwie falsch. Ja, das war mehr als falsch für dich. Für mich nicht. Scheiße. Ich hab dich jetzt. Das ist alles. Ah, ich muss hier noch Das ist alles auf Video. einen Stern geben. Ey. Das ist alles auf Video. Ja, das bleibt ja nicht Guck mal, immer wir sind da. wieder mal Das im ist ja Kreis schon wieder. gelaufen. Und ich glaube, wir können Oh. jetzt hier auch wieder raus. Oder gibt es hier hinten noch irgendwas? Aber ich glaube, hier hinten gab es nichts mehr. Und da Außer kamen wir auch. Spinnen, Ja, wahrscheinlich nicht viel. außer Spinnen, ich weiß. Aber die Spinnen brauchen wir sowieso. Oh ja, doch, jetzt brauchen wir wieder 60 Spinnen. Das ist die Bezwingertat. Je mehr ihr seid, umso mehr Spaß werdet ihr haben. Ja, das glaube ich auch. Das wird zum Beispiel auch der Grund, warum ich Herr der Ringe zum Beispiel nicht allein machen wollte. Weil Herr der Ringe, da war bei mir halt früher sehr, sehr schnell die Luft raus. Das wollte ich halt alleine nicht nochmal anfangen. Und deswegen habe ich den guten Kaya dazu genötigt. Ja. Ja. Und er freut sich immer, vor allem, wenn er seine Hobbits sehen kann. Wir sind auf einmal falsch abgebogen. Vor allem den guten Bingo Boffin. Ja. Es gibt hier nämlich einen Hobbit, den Kaya ganz besonders gern hat. Oh. Boffin. Ja, der Ich war kurz Boffin. abgelenkt, sorry. Versau dir aber deine Rüstung nicht. Musst du kurz kotzen? Ich habe ja gar keine Rüstung an. Geht ja gar nicht. Nicht? Gehst du gerade nackt oder was? Ja, nee. Ist ja keine FKK-Höhle. Du, wenn es Pool-Streams gibt, dann kann es auch eine FKK-Höhle geben. Aber ich glaube nicht in Herr der Ringe online. Ich kenne mich nicht in Herr der Ringe Universum aus, aber das hört sich so an, als ob er die Hobbits liebt. Ja, Kaya liebt die Was? Hobbits. Was? Nein, 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 vollkommen falsch aufgefasst. Nein, nein, die Hobbits nicht. Hast du sie? Ich würde sie haben nicht so alle ausrotten. Atombombe drauf. Haben wir jetzt auch zwei. Das ist pure Liebe. Ich Nein, mein, was nicht sag liebt, das neckt sich, ne? mal. Kommt das irgendwie falsch an? Kommt das irgendwie im Stream falsch an, was ich sage? Ja, wird alles einmal so umgedreht. Ja, wahrscheinlich, wenn ich hier sage, ich hasse die Hobbits, kommt im Stream. Oh, ich liebe sie. Ich möchte mich mit ihnen Ja, haben. so in der Art. Nein. Man merkt die Liebe sehr stark in der Luft. Ja. Nee, aber keine Angst, du brauchst keine große Ahnung hier von Herr der Ringe zu haben. Das ist Das habe ich auch nicht. das Spiel setzt das Gott sei Dank nicht voraus. So, da hinten ist noch eine Höhle. Wir werden aber auf jeden Fall so einiges zu tun haben, weil wir sind erst hier, waren hier hinten haben wir gestartet in dem Gebiet hier. Dann waren wir im Auenland, was Kajas Lieblingsort war, wo er seine Hobbits lieben gelernt hat. Und jetzt lungern wir hier im Breland rum.
Kannst du nicht, darfst du nicht machen, ey. von wann ist das Spiel? Sieht so 2009-mäßig aus. Ist von 2007 tatsächlich. Ist von 2007 und es kommen aber immer noch ganz oft neue Add-ons raus. Also neue Erweiterungen. Also es wird immer noch hier auf dem Laufenden gehalten. Und ich finde tatsächlich, es ist sogar ganz gut gealtert im Vergleich zu manch anderen MMOs. Im Gegensatz zu dir ist das Spiel gut gealtert. Der älteste von uns sollte vielleicht ruhig sein. Ich bin junge, zarte 24, ne? Ich bin gerade mal 29. Du bist schon über 100. Wieso drehst du dich immer um? Ich dachte, du knallst mir eine. Das ist es nicht wert. Aber im Fleder seid ihr ja schon weit gekommen. Boah. Ja, das stimmt. Also wir sind schon sehr, sehr weit fast gekommen. Nanaki, vielen lieben Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen hier. Oh, Nanak, cool. FF7. ja, ist so. Der 13 heißt eigentlich Nanak. So ein altes Spiel immer noch supported wird. Ja, finde ich auch. Also ich hatte damals Angst, als ich wieder angefangen habe. Aber es kam jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, ein neues Add-on raus. Und zumindest die deutschen Server werden eigentlich ganz gut auf dem Laufenden gehalten. Wie es halt mit den anderen aussieht, weiß ich jetzt nicht so. Ist auch immer noch gut besucht, das Spiel. Also wenn man in die Hauptstädte reingeht, dann ist das spaßig. Ach, so viel Liebe im Raum, das gefällt mir. Wir sprühen hier vor Liebe. Ich hab schon wieder gekämpft und ich hatte nicht meinen Helm auf. Oh, fuck. Und das geht dann nicht, du weißt Bescheid. Warte mal, ich muss einmal kurz mein Zine Room holen. Ach so, ja, dein Hühnchen. Dein Vauzi. Warte mal, wo müssen wir rein? Da müssen wir rein, okay. Aber ich glaube, es ist sogar egal, in welches wir reingehen. Ja, aber das Spiel ist halt echt cool. Aber allein ist es halt wirklich so. Ja. C. Allein ist es, finde ich, sehr C. Ey, dieser Hund ist einfach genial. Hört irgendwas im Hausflur? Es ist nichts im Hausflur. Und legt sich da wieder aufs Sofa, als wenn nie was gewesen wäre. Oh, ich hab doch alles gemacht. Oh Mann. Ja, so sind die Hunde. Was für Cleo, so dieses. Dieses Durchatmen. Oh Mann. Ich hab mich jetzt so angestrengt. Ja, das war ja auch anstrengend. Also ich muss euch lassen, da um 5 Uhr der Wecker klingelt und ich noch ein paar Stunden Schlaf haben will. Ja, dir auf jeden Fall einen guten Start in die Woche, eine gute Nacht und vielen lieben Dank nochmal für deinen Follow. Schön, dass du da warst und ja, das Glück oder Glück, das können wir hier auf jeden Fall gebrauchen. Einen schönen Start, auch von mir. Schlaf schön. Ich gucke hier gerade mal Inventar durch, was ich alles so mitnehmen kann. Ja, wir müssen wieder zu irgendeinem Händler, ey. Ja, in der Tat. Mein Inventar quillt so langsam auch über. Über. Kann es sein, dass ich gleich hier angegriffen werde? Ich bin ja auch noch da. Ich verteidige mich. Deswegen ja. Ach so. Ach, soll ich noch weiter weggehen? Ja, kein Problem. Nein, Buddy. Guck mal, ich setze mal meinen Helm auf. Zack. So, okay, dann können wir hier rein. Yo. Ach komm, wir rushen jetzt hier durch. Wir machen die alle. Wir rushen jetzt hier durch. Das wird nichts. Nee, ich merke das gerade auch. wir rennen einfach nur so, ne, semi hier durch. Ja. Was ist mit dieser scheiß Kamera los? Das geht mir aber echt so ein bisschen auf den... Willst du nochmal neu starten? Also... Nee, ach Quatsch.
Ja, aber wenn es dich doch so stört, dann kannst du auch ruhig neu starten einmal. Ja, es stört mich doch schon, aber es stört mich nicht so, dass es mich stört. Also Spaß schon. Was? Es stört sich nicht so, dass es stört, aber es stört, weil es störend ist. Das musst aber, du nicht aber ist es nicht so störend, dass man diese Störung beheben muss? Genau. Ja. Ja, du musst das jetzt nicht verstehen. Nee, ich muss meinen eigenen Mod nicht verstehen, das stimmt. Wichtig ist, dass hier 5 von 6 so eine noch. Ich hab die Quest durch, aber ich such gerne noch mal mit. Ja, oder wir machen das so, du suchst alleine, sagst mir, wo es ist und ich komme dann hinterher. Ist das nicht gut? Das ist aber zeitaufwendiger. Ach, scheiße. Ja gut, ein Versuch war's wert. Stimmt, wenn sie es spinnen, ey. Archie. Also wenn der Archie in unserer Badewanne so aussah, ne? Dann. Ja, nee, so ganz groß war er dann doch nicht. Ich glaube, dann würde ich das Badezimmer nie wieder betreten wollen. Egal, ob die Spinne tot ist oder nicht. Ich hüpf da mal schnell hin. Ach, ich wurde auch noch unterbrochen. Ja, du solltest vielleicht auch erst mal die Gegner besiegen. Also nur nebenbei. Ich dachte, ich kann jetzt hier erst in Ruhe da. Mein Krempel erledigen. Nein. Ja, das habe ich gemerkt. So, darf ich jetzt? Danke. Ein faulender Grabon heute. Der fault wahrscheinlich genauso wie du von innen. Ihr seht euch zumindest sehr ähnlich. Ja, stimmt. Das warst du jetzt nicht wie ich. Krass. Ja, aber auch nur fast. Wo bist du denn? Wo bist du? Ach, da. Ja, ich bin hier. Ja, Quest erledigt. Wir können raus. Nein, es gibt doch hier noch eine andere Quest. Wir müssen doch noch gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Glaubst du nicht durch eine Höhle und oder durch ein Grab und habe nur die Hälfte erkundet? Was denn noch? Na, vielleicht gibt es hier auch wieder so einen kleinen, stärkeren Gegner, den wir erledigen müssen. Und außerdem haben wir hier noch die Totengräber-Quest. Und die Bezwingertaten. Ja, stimmt. Du profitierst davon. Ja, genau. der kam jetzt das erste Mal. Also heute zum. Ja. Der kam heute das erste Mal. Ich glaube, gestern hast du ihn ganz oft gebracht. Oder sogar ich selber, ne? Ach, das ist HDR. Person, die zwei Bogenschützen. Ja, wenn man in jedem Spiel Bogenschütze spielt. Dann guckt man da manchmal so leicht durcheinander. Passiert mir selber sogar. Ich bin eigentlich kein Bogenschütze, aber ich hab den Geschenk bekommen, deswegen benutze ich ihn. Ja, stimmt, wir haben unsere Bögen geschenkt gekriegt. Von einem sehr netten Zuschauer. Kann man das natürlich nicht nutzen. Ja, natürlich. Okay, hier gab's aber soweit nichts weiter. Tatsächlich. Ja. Wenn doch, dann wüsste ich jetzt nicht wo. Warte, hier weiß ich, hier kommen wir her. Ja, wenn wir raus sind, muss ich nur ganz einmal kurz eben aufs Klo. Du willst mich hier in der Einöde allein lassen? Ernsthaft? In dieser Einöde? Hier passiert du doch nichts. Du Monster! Ja, dann lauf doch nicht weiter, warte doch kurz. Dann beeil dich. Ich versuch mal gut. Ja, okay, bis gleich. Oh Mann. So. Gibt es hier irgendetwas, was ich aus meinem Inventar noch entfernen könnte? Gut, wir essen erstmal ein bisschen was. Weil so ein bisschen voll ist das Inventar. Ich glaube, den meisten Platz nehmen eigentlich auch gerade nur die Sammelobjekte ein. Also diese hier für die ganzen Quests. So, Eberescher-Speer. Brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Statt zu verkaufen, machen wir das einfach mal. Ich weiß auch nicht, wofür wir die Farbe brauchen. Das habe ich bisher noch nicht herausgefunden. Ich glaube, zum Einfärben der Klamotten. Aber wie ging das nochmal? Ich weiß nicht, ob das hier rüber ging. Muss ich mir mal angucken, wie das mit dem Färben der Klamotten ging. Was haben wir denn hier? Schriftstück, besondere Reise. Das brauche ich auch nicht. Das hier machen wir einmal kurz. Das ist die Truhen. Bingo-Abzeichen. Ich glaube, wir haben nichts weiter, was wir verbinden können.
Okay. Dann müssen wir kurz so lange warten. Okay, wir töten die Bogenschütz. Kann ich die eigentlich... Nimm die Aufgabe, schätze... Achso. Das können wir also noch nicht machen. Nächste holt dann wohl noch. So, was haben wir hier in den südlichen Hügelgräberhöhen noch? Gar nichts mehr. Jetzt? Okay, da hinten haben wir noch was. Ich warte nur darauf, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Sieht er uns? So. Ich wollte doch nur in Ruhe auf die Karte gucken. So. Südliche. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch. Jetzt will ich noch einmal gucken, ob wir hier nicht eine andere Quest drin haben. Weil das für das große Hügelgrab sind wir noch nicht stark genug. Funktioniert noch nicht ganz. Deswegen. Okay, das ist Gondamon nach Dreh. Da hier. Große Oststraße, Westen von Bre. Ballade von Bingo Boffin. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch weiter. Weil fürs große Hügelgrab sind wir noch nicht vorbereitet. Das machen wir wann anders. Hallo? 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 Ich kann tote Menschen sehen. Nein, du bist eine Biene. Okay. Ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Nein, das ist der Marienkäfer. Ich heiße Marvin. Du musst dich schon entscheiden. Du kannst nicht alles sein. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Kann ich wohl. Und dann bist du ein... Ich bin ein... Marvin Marienkäfer mit Stachel. Eine Maibiene. Maibiene. Die tote Menschen sehen kann. My Bean, die tote Menschen sehen kann. Genau. Und tote Katzen. Oh. Ein. Oh, hallo, Herr. Hallo. Hallo. Ach, das ist doch die Alte schon wieder. Die ist schon wieder hier. Ja, das ist Madame von Anno Dicke Milch. Wie sich verläuft, behindert. Ja, sie hat halt ihren Orientierungssinn verloren. Ganz stark. Deswegen verläuft sie sich immer wieder. Man muss ihr immer wieder von neuem den Weg zeigen. Das ist wie so ein Jojo-Effekt. Bringst du hin, sie läuft wieder zurück. Bringst du hin, läuft wieder zurück. Bringst du hin, läuft wieder zurück. Oh Mann. Ja, ich finde ihn gut. Komische Bitch. Schön. Schön, sagt sie. Oh, hier sind sie wieder so eine Killerratte. Aber geil ist, wie die Ratten, wenn sie sterben, erstmal einen Satz zurückmachen, ne? So statt einfach, dass sie zur Seite umkippen, springen sie erstmal noch einmal komplett zurück, statt einfach tot umzufallen. Ja, vielleicht macht das mehr Spaß. Wer kann am Sterben Spaß haben? Diese Ratten, das siehst du doch. Oh Mann. Ein paar Tüften, ey. Tüften. Hey, was ist denn das? Ein Hügelgrab, immer noch. Nein, ich meine das in meinem Inventar. Ach so. Dass das hier ein Hügelgrab ist, habe ich mittlerweile wohl aufgefallen. Also bitte. Ganz bekloppt bin ich ja dann doch. Was ist das, ein Hügelgrab? Ey, das habe ich schon verstanden, dass das ein Hügelgrab ist.
Was? Ich kann ja nicht wissen, dass du gerade in dein Inventar guckst. Ja, das stimmt. Das hat nur bei mir so typisch gepasst. Wie immer halten, ne? Ja. Ey. Brauchst du mich mal nicht, du Penner? Komm auf die Mutti, ey. Ey, nicht immer auf die Mutti. Die Mutti kann da nichts für. Hör auf die Mutti. Oh, was sie sagt. Gib dir ein Horn und das Meischens ungefähr. Lass das mal die Mutti machen. Die Mutti macht das gut. Na, ja. Huch, der lebt ja noch. Da los. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Nee. Erbrochener Urin, Urne, was? Sorry. Erbrochener Urin? Ja, auch. Ich meinte eigentlich zerbrochenen Urin, ach so. Aber da habe ich Urne. Also wenn ich mal viele Fieterpflanzer Fledermäuse. Fledermaus. Oh, die hat. Oh, was hat. Oh, die hat mich benebelt. Oh, richtig. Ich bin aufgestiegen. Ich habe auch immer nachgeguckt, diese Sachen fürs große Hügelgrab. Da waren wir auch einfach mal so 2-3 Level drunter, als wir beim letzten Mal drin waren. Ah. Hm? Ja gut, das heißt, wir müssen da irgendwann nochmal rein? Ja, ab Level 24. Also, ja gut, am Morgen habe ich 5 Wochen keine Zeit mehr, das trifft sich ja gut. Sagst du denn nichts mehr? Das ist wie unheimlich. Das war ein Scherz. Einfach nur nichts. Irgendwas wir müssen erstmal die nächste Woche aufnehmen, ne? Ja, stimmt. Nächste Woche müssen wir aufnehmen. So, warte mal. Das ist. Okay. Warte mal. Grab muss sammeln. Und das ist dann hier bestimmt. Okay, das ist dann da genau. Sehr schön. Ja. Würde natürlich alles viel schneller gehen, wenn du ein Pferdchen hättest. Was? Ja, das hab ich schon verstanden. Die Verbindung ist so schlecht. Ach, hör auf. Ich glaube, Monique hat mein Internet sabotiert. Irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Schieb nicht immer alles auf die Weiber. Das ist kein Weib. Schon, aber du bist ja auch kein Weib. Sagt man nicht. Das sagt man zu Fremden, aber nicht zu Frauen, die man kennt. Ich sag das von mir selber. Ja, das ist selber. Sag das zu mir selber. Weib! Schweig, Weib! Oh Gott, das ist mir einmal früher bei meiner Mutter rausgerutscht, ne? Du hast Schweig, Weib? Ja. Das war eigentlich eher so komplett aus dem Kontext gerissen. Ich wollte das eigentlich eher im Sinne sagen, weil das halt in einem Film gerade kam. Und ich nicht wusste, dass meine Mutter drin ist. Also ich habe das eigentlich ja indirekt zu ihr gesagt. Und meinte dann halt so, Schweig-Vibe. Und meine Mutter fand das nicht so witzig. Warum nicht? Naja. Verstehe ich gar nicht. Das ist genauso, wie ich jetzt, na gut, dich aber als Jugendliche gesagt habe, wenn ich Herr der Ringe geguckt habe, und gesagt habe, zermalmt alles, bringt sie alle um. Also, ne, die Guten, die Bösen. Gott, gab's da Ärger. Gab's da Ärger. Und das, ich war schon ich war auf der Seite der Guten und wollte nur, dass sie gewinnen. Und meine Mutter gleich ausgerastet gesagt hat, so, ich darf Herr der Ringe nicht mehr gucken. Das war doch so gar nicht gemeint. Das war doch alles ganz anders. Mann. Also wurdest du missverstanden? Es wurde sehr missverstanden, ja. Ey, du hast ja gar nichts gebrochen. Wie kommt das denn? Ich bin federleicht mittlerweile und schwebe immer die Berggipfel runter. Oh. Ja. Mir sind halt nicht Flügel gewachsen, weil ich so lieb zu meinem Sohnemann bin. Ja. Nee, weil du bist ja auch eine Biene. Stimmt, ich bin eine Biene. Und Bienen haben immer Flügel. Heiße Marvin. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, du bist ein. Du musst dich einigen, Marienkäfer oder Biene. Also beides ist. Ich habe ja nur gesagt, ich bin eine Biene und ich heiße Marvin.
Es kann ja, bestimmt auch Bienen geben, die Marvin heißen. Ich sage ja nicht, ich bin ein Marienmaikäfer, genau. Ein Marienkäfer. Ey, ich verfolge doch was Untotes. Ja, ich weiß. Ich will nur ins Zuge graben. Ich habe gerade keinen Bock zu kämpfen. Ja, ich auch nicht. Ja, siehst du. Da sind wir uns ja einig. Ich bin fast angekommen, Idioten. Oh, jetzt spawnen es die Gegner. Männliche Bienen haben aber eine kurze Lebensspanne. Echt? Ist das so? Ich kenne mich mit Bienen nicht aus. Ich hab da keine Ahnung. Ich bin auch kein Imker. Aber du bist eine Biene. Nein, das bist du. Du auch. Du bist automatisch zur Biene mutiert. Ach so. Ja, wenn ich dann. Ich bin doch hier im Spiel deine Mutti. Das heißt, du bist ja eigentlich auch mein Bienensohn. Weißt du, verstehst du? Ich bin ein Bienensohn. Ja, kann man machen, ne? Ich bin eine Biene. Jetzt stirbt doch, du verdammter Wolfsbienen-Marienkäfer. Hallo, könntest du mal wieder angreifen? Mach ich doch. Nicht du! So, dann kann ich es ja lassen. Nein, so habe ich das aber nicht gemeint. Eieieiei. Ay, caramba. Ey, Kalumba. So. Schön. Echt schön. Ja? Ja, wirklich. Da finde ich das auch schön. Echt? 8 Moos eingesammelt. 6 von 15. Hast du auch 6 von 15? Nee, ich habe 8 von 15. Toll. Ich hänge ja hier mal hinterher. Das ist doch scheiße. Weil du automatisch ein Nachzügler bist. Ja, du bist halt langsamer als ich. Ist nicht. Nur weil ich auf der Baumschule war. Ja, genau das. Ich kann meinen Namen tanzen, oder? Na, wenigstens hast du ein Talent. Ey. Weißt du? Das tut mir auch weh. Aber du hast so eine vergammelte Pflaume, sagst du immer. Vertrocknete. Eigentlich hast du das gesagt. Nee, du hast damit angefangen, als allererstes. Ja, aber du hast es, Ja? Ja, ich weiß auch nicht. Hast recht. Ich meine doch nur. Ich wiederhole nur das, was du damals gesagt hast. Ah, ja, alles gut. Aber warum sieht mein Typen hier noch teilweise tote Gegner an? Das ist doch voll komisch. Ich selber wäre niemals auf den Ausdruck vertrocknete Pflaume gekommen. Für ein Herz. Da wäre ich freiwillig nicht drauf. Nee. Tatsächlich nicht. Aber es sieht doch fast so aus. Weiß ich nicht, ich habe noch nicht in dich hineingeguckt. Ich kann nicht sehen, wie deine Organe aussehen. Ich meine, du hast doch auch kein Herz, das meine ich dann halt. Bitte! Was? Komm mal her, ihr Sohn. Komm mal her. Okay, warte. Hallo Mama. Hallo Mama. Ey, das kannst du dir entspannen, ey. Warte. Freizeithelm. Hut. So. Jetzt habe ich dir gegeben. Warum? Ja. Ne? Und so. Weil Baum. Die auch Hausarrest. Was? Hausarrest? Ja. Für 6 Jahre. Tschüss. Tschüss. Weißt du, so ein Hausarrest kriegen und lässt deine Mutti im Grab zurück. Toller Sohn. Boah, das klingt voll, voll mies. Ich enterbe dich. Ich enterbe dich. Du kriegst nichts von deinem Vater. Ja, von dem will ich auch nicht. Den will ich höchstens umbringen. Du willst, nicht seine Milliarden haben? Das ist aber traurig. Und sein Schloss? Wovon redest du? Vom Erbe. Irgendwie vom Senfer? Ich glaube nicht. Ja, hast du eine Ahnung? Ja, nee, Bingo Boffin hat genau sowas gefunden, also
so viel Schatz gefunden wie Thorin und Konsorten damals. Weißt du? Ja, das verdirbt, das will ich nicht. Das hängt nur vom Charakter des Menschen selber ab. Ja gut, da kann mich das ja gar nicht verderben, das stimmt. Man kann viel Geld besitzen und trotzdem auf dem Boden geblieben sein. Man kann allerdings auch viel Geld besitzen und abgehoben sein. Man kann aber auch wenig Geld besitzen und abgehoben sein. Und denken, man wär's. Also, ne? Ja. Man kann so das. Die Charakterart gibt's überall. In jeglicher, sämtlicher Form. Ja, da hast du natürlich. Man kann auch wenig Geld abgeben. Stimmt. Das kann man auch. Stimmt, das kann man auch. So geht's mir immer. Aber wieso greift der nicht an? Greif an. Immer hasse ich diesen Charakter so sehr, dass ich am liebsten löschen möchte. Ich glaube, da kann der Charakter nichts für. Das ist nicht am Spieler. Oh nein. Nee, warte mal. Oh, weißt du? Oh. Da fällt's wie Schuppen von den Augen. Jo. Was? Jetzt sollen wir 100 Wächter besiegen oder was? Ach Gott, ihr habt so lange Wahl. Man könnte ja auch mal die Story vorantreiben, wenn ich spiele, aber das geht ja gar nicht. Das hatten wir doch beim letzten Mal erst. Wir haben doch beim letzten Mal die ganze Zeit Story gemacht. Ja, beim letzten Mal. Ja. Wir müssen uns auch mal um die anderen Sachen kümmern. Nicht immer nur Story. Hey, jetzt dreh dich doch mal in die Richtung des Feindes, du. Ey, dieser Scheiß. Ey, was mit dieser Kamera passiert, problemlos. Lass doch mal die Mama machen. Das macht die Mutti super. Ey, Monika hat mir bestimmt irgendwas umgestellt. Die hat bestimmt Herr der Ringe gezockt. Klar. Weißt du, während du das Wochenende uns besucht hast, war ich heimlich bei dir zu Hause. Mitten in der Nacht habe bei dir am PC alles umgestellt. Heißt du Monique? Was? Ja. Seit wann das denn? Das ist mein Inkognito-Name. Ich glaube nicht. Weißt du nicht? Vielleicht habe ich hier noch einen zweiten Namen, von dem du nichts weißt. Du weißt meinen zweiten Namen auch. Ja, du. Das heißt aber nicht, dass das dasselbe für dich gilt. Hallo, Das macht jetzt keinen Sinn. Hä? Ich hab gesagt, du weißt meinen zweiten Namen auch. Ja. Du hast sogar gesagt, ja, das heißt, das ist dasselbe für dich. Hildegard, das ist Verwirrungstaktik. Hildegard ist gut. Hildegard! Ein daher Hildegard-Elfen. Hildegard. Ich sollte die Drogen weglassen. Tja. Das haben wir dir das ganze Wochenende gedacht. Aber nein. Kine, Finger weg von den Drogen. Ist so. Ah, schön. Okay. Aber an dem Grab sind wir fertig, ja. Ja. Oh, ist voll nett. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, zu wie vielen Gräber man hier jetzt eigentlich rennen muss. Hallo. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, was uns hier gerade alles verfolgt. Naja, alles. Weil wir zu faul alles sind, hier draußen zu kämpfen. Alles. Ja, habe ich jetzt auch irgendwie nur bedingt Lust drauf. Ja, ich möchte einfach mal weiterkommen. Ja, wir ja, die geben schon auf. Ja, spätestens wenn wir da im Hügelgrab sind. Spätestens dann geben sie auf. Was? Noch ein Hügelgrab? Oh nee. Ja, du, wir werden die ganze Zeit Hügelgräber jetzt haben. Ich bin da auch eher weniger von begeistert, aber... Mach keinen Scheiß. Wobei ich mich auch frage, was wir hier in dem Grab sollen, aber... Das werden wir bestimmt nur herausfinden. Mich hat nur der Ring, der da drauf geprangt hat, hergeführt. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ganz sinnvoll,
Frage ist nur, wo bist du? Ich bin am Anfang. Ich kämpfe gerade mit dem guten Geist. Weil ich bin gleich tot. Was? Wieso das denn? Was machst du denn da? Kämpfen! Siehst du doch, der hat mich angegriffen. Was soll ich denn machen? Hallo sagen? Ich sterbe gleich. Bin gleich tot. Warte. Oh, wieso heilt er sich denn? Will er mich verkackeiern? Okay. Ich muss einmal raus. Sonst bin ich tot. Was ist hier los? So. Bist du. Ja, ich musste raus, sonst wäre ich tot gewesen. Das waren nur noch 41 Punkte. So schnell konnte ich mich nicht heilen. Deswegen, ich muss jetzt leider kurz warten, bis mein Leben wieder halbwegs. Das ist ja kein Problem, aber das sind schon für heftige Gegner, also. Das sind wieder die Gegner mit dem wunderbaren Goldrand. Jetzt wird. Hä? Okay. Wobei die Geister gehen ja noch. Dieser andere Typ da ist heftig. Uralte böse Macht. So, zu zweit geht er doch schon mal. Weit geht das? Ja. Alleine war das doch ein bisschen sehr. Sascha hat da nicht wirklich eine Chance. Nee. Ich sag nicht. Komm, fang ein bisschen die Bilder rein. Bin ich der Mentor? Frage ist halt nur, warum für mich, warum uns das eine Ding da hingeführt hat. Wenn hier die Kämpfe gleich vorbei sind, ist hier mal kurz was nachgucken dann. Ich mach das. Vielleicht sollten dafür erst aus der Höhle raus, oder? Nee, das geht ganz schnell. Achso. Du musst nur einmal kurz auf die Map. Einmal kurz auf die Map und dann. Was ist das? Ab muss sagen, okay. Ist das nicht mehr Jagd auf die Dunkelheit. Ah, okay, hier sollen wir irgendeinen stärkeren Gegner besiegen. Das erklärt, warum da ein wunderbares Icon geprankt hat. Oh, guck mal. Müsst ihr eigentlich immer zu zweit kommen? Könnt ihr nicht mal irgendwie. Allein irgendwie zu uns angewatschelt kommen? Das wäre so schön. Watschelt. Watschelt im Entengang. Der Entenmarsch. Wie bei Aristocats. Das, was du da gerade gesucht hast. Das war eigentlich der Entenmarsch. Also, ja, ja. Hast du es versucht? Ist ja auch bei. Ne? Aristocats. Ne. Jo. Daher kenne ich das ja nur, den Entenmarsch. So. Ah, ich glaube, du bist das Viech, was wir brauchen. Mach doch mal. Jetzt. Wunderbar. So habe ich das gerne. Aber nur so. Ja, nur so. Und nicht anders. Ist irgendwas? No. Die Schweine haben uns vergiftet. Ich weiß. Okay, und jetzt haben wir scheinbar die eine Quest durch. Okay. Können wir hier wieder raus. Sehr schön. Wo war denn das jetzt nochmal mit den Fragmenten? Okay. Oh, warte. Kommt zurück.